Meine Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Und zwar hat mich heute Post erreicht. Mich hat heute Post erreicht von der lieben Sandra. Und zwar haben wir in einer privaten WhatsApp-Gruppe haben wir ausgemacht, wir möchten gerne alte in Anführungsstrichen Papiere benutzen, die wir uns mal gekauft haben, aber die wir irgendwie ja immer nur rumliegen hatten und nie was uns dazu eingefallen ist. Und wir haben uns jetzt geeinigt auf einen Flipbook-Tausch oder Flipbook, doch, Fotofolio. Fotofolio, das ist eher das richtige Wort. Und zwar ein Fotofolio, wo man das später dann benutzen kann für Bilder und wo man halt eben jetzt aber auch noch ein paar Goodies mit reinstecken kann. Und ich bin der Sandra zugelost worden. Oder vielmehr wir uns beide gegenseitig. Und ich habe mein Fotofolio bekommen. Und ich finde es jetzt schon super, super toll. Ich habe es wirklich nur aufgemacht, den Umschlag, und habe es jetzt rausgeholt. Ich habe noch nicht reingeguckt, aber so gefällt es mir schon mal richtig super gut. Das ist mit so einem Tukan, also ist eher so ein bisschen so auf Hawaii oder urlaubsmäßig gemacht. Richtig toll, das Papier ist richtig schön. Ja, hier steht auch mit Liebe handgemacht von Sandra, total süß. Und sie hat auch passend dazu eine Karte gemacht. Da schauen wir jetzt mal rein. Zwischen Rechnungen und Werbung kommt hier ein Brief mit einer Umarmung. Das ist ein toller Stempel, der ist traumhaft. Oh ja, doch die Karte passt hier dazu. Sehr, sehr süß, schaut euch das mal an. Ganz toll, auch mit so einem Glitzerpapier. Sehr schön, und diese Vögel sind auch richtig super. Ganz, ganz klasse, ja, sehr schön. Die Karte werde ich mir dann nachher mal in aller Ruhe durchlesen. Ich wollte sie euch natürlich jetzt nur nicht vorenthalten. Ja, und dann würde ich sagen, wir schauen mal ganz gespannt da rein. Das ist hier mit so einem schönen Band zugemacht. Das ist eine sehr gute Idee. Ich habe meins auch schon fertig, was ich ihr schicken möchte. Und ja, also ein Fotofolio ist eigentlich etwas, was man aus ein oder zwei Bogen Cardstock ganz gut hinbekommt. Und man kann es mit beliebigen Elementen schmücken, mit Klappen oder mit Taschen, und es soll einfach so ein kleines Fotobuch sein quasi. Also das ist auch für Anfänger sehr, sehr gut geeignet, diese Möglichkeit. Es gibt auf meinem Kanal auch ein Video, wie ich eins gemacht habe mal, ein Tutorial. Da könnt ihr gerne mal gucken. Wenn ich dran denke, verlinke ich das in diesem Video unten in der Infobox. Und das ist etwas, wo sich wirklich auch Anfänger ganz gut ranwagen können. Und auf jeden Fall ist das halt mal ein richtig krasses Papier. Also das sieht richtig, richtig schön aus. Hier mit diesen, ja, Blumen. Und das ist so, ja, hawaiianisch irgendwie, finde ich das. Schauen wir gerade mal hier so rein. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das... Das hat sie mit so einem Glue-Dot zugemacht. Da ist was drin. Das ist auch eine hübsche Tüte. Das ist zum Beispiel etwas, das finde ich ja super, sehr schön, ganz, ganz toll. Vielen lieben Dank. Das finde ich jetzt auch super, zum Beispiel, wenn man dann später mal, wenn man das nutzt als Ausflugsbuch. Man macht jetzt zum Beispiel einen Sonntagsausflug, wenn die ganze Corona-Sache vorbei ist, geht das ja wieder. Und dann hat man zum Beispiel Belege von Tankstellen vielleicht, wo man getankt hat oder sich mal ein Eis geholt hat. Oder wenn man essen war oder keine Ahnung. Und die kann man sich dann alle in so kleine Tütchen reinmachen. Und dann hat man halt die Erinnerungen gleich noch mit dazu. Und wir machen das eigentlich immer sehr gerne. Und letztens saß ich hier oder habe hier ein bisschen aufgeräumt, und dann kam mein Mann und hat unser Album rausgekruschelt, wo wir immer unsere Musical-Karten und so alles einkleben, was wir so über die Jahre zusammen machen. Und da sagte er, oh, guck mal, wir haben da für 25,80 Euro Kässpätzle gegessen und so. Und dann findet er das immer total witzig. Und ich finde, sowas kann man immer sehr gut für das benutzen. Ja, jetzt machen wir einmal hier weiter. Und zwar hat sie hier auch wieder diese kleinen Tütchen reingeklebt. Und ich finde die ja echt richtig cool, die Tüten. Ich weiß gar nicht, ob sie die selber gemacht hat. Und da hat sie mir hier so Sticker reingelegt. Die sind ja auch ultra süß hier mit diesen Metallic-Farben. Geht ja auch wirklich immer.
Und hier hat sie mir einen Tag gemacht und den finde ich ja richtig geil. Also den finde ich ja richtig cool. Das ist auch aus diesem Papier und ich glaube, das ist diese Stampin'-Up-Stanze, wo sie da hat. Richtig toll. Also den werde ich mir jetzt auf jeden Fall so hier reinmachen. Und der bleibt auch drin, weil sowas nutze ich dann immer sehr gerne, um hinten was drauf zu schreiben, wie der Tag war. Und ich werde es auf jeden Fall weiterverwenden, also ganz sicher. Jetzt schauen wir mal, hier hat sie eine Tasche gemacht. Und da hat sie mir, ach Gott, diese Kakteen reingelegt. Und jetzt gerade mal hier so ein Blatt Papier, dann seht ihr das besser. Also die sind auch richtig cool. Die sind, glaube ich, vom Action oder so, glaube ich mal. Wobei ich habe da schon mal welche, aber die haben nicht diese Blasen oben drauf. Ja, muss ich mal gucken. Also ich glaube nicht, dass ich die habe. Ich glaube, das sind andere. Aber auf jeden Fall sehr, sehr schön. Und ach, das Papier finde ich traumhaft schön. Das ist echt ein ganz tolles Papier. Ja, und hier hat sie so ein Wasserfallelement mit Magnetverschluss. Und da hat man dann quasi auch die Möglichkeit, dass man hinten was draufschreibt und vorne so kleine Bildchen. Das kann man ja heutzutage wirklich sich ausdrucken, wie man das gerade braucht. Und hier hat sie die Sukkulenten-Sticker benutzt. Die gab es, glaube ich, auch mal beim Action, wenn mich nicht alles täuscht. Also mega toll. Boah, das ist so toll geworden. Das sind so krass geile Farben. Wahnsinn. Also. Das gefällt mir richtig gut. Da hat sie meinen Geschmack voll getroffen. Aber Sandra ist auch schon lange ein Abonnent von mir. Und ja, wie sie weiß, was ich für Farben mag, das sehe ich schon. Und hier hat sie mir nochmal solche wunderschöne Sticker reingemacht, die halt einfach auch dazu passen. Ich denke, ich werde die wahrscheinlich auch da drin lassen, weil manchmal mache ich das dann, dass ich die verschiedenen Fotos dann auch noch ein bisschen dekoriere. Und ja, dann die Fotos an sich dann auch noch ein bisschen hübsch gestalte. Und hier hat sie einen ganz großen Tag gemacht. Finde ich auch richtig toll mit diesen Tukan. Also diese Vögel finde ich ja echt richtig klasse. Ich habe ja so sehr gehofft, dass ich in Thailand welche sehe, aber leider haben wir keine gesehen. Jetzt hoffe ich, dass wir dieses Jahr tatsächlich in unseren Urlaub kommen, wie geplant im November. Und ja, dass wir dann vielleicht die Möglichkeit haben, in den Dschungel zu gehen und solche Tiere zu beobachten. Das wäre schon sehr schön. Also ich bin total begeistert. Vielen, vielen lieben Dank, liebe Sandra, für dieses wunderschöne Fotofolio. Das ist ganz, ganz, ganz toll geworden. Ich finde das Papier richtig, richtig klasse. Diese Sticker finde ich richtig cool. Ich weiß gar nicht, ob die da bei dem Papier jetzt dabei waren oder ob die irgendwie extra sind. Also die finde ich mega. Die gefallen mir richtig, richtig gut. Ich werde mir jetzt in aller Ruhe deine Karte durchlesen und dann bin ich gespannt, was du sagst zu deinem Fotofolio. Das ist jetzt, das geht morgen. Wenn ich zum Arbeiten gehe, gehe ich morgen kurz bei der Post vorbei. Das geht dann auf die Reise zu dir. Und dann ja, hoffe ich, dass es dir genauso viel Freude macht mit den Kleinigkeiten, wie du mir jetzt gemacht hast. Ich freue mich riesig über alles. Es ist alles ganz, ganz toll. Ich bin dir sehr dankbar und ich bin auch sehr froh, dass wir einander zugelost worden sind. Dann haben wir die Ehre auch mal miteinander gehabt. Jetzt lege ich das einfach mal so hin, dann könnt ihr das noch ein bisschen besser sehen. Also es sieht wunderschön aus. Es ist ganz, ganz toll. Das ist. Und wir gehen ja, oder wir haben ja Mexiko gebucht und deswegen passt es halt super auch für meinen Mexiko-Trip. Also da wird auf jeden Fall werden die Flugtickets reinkommen und ein paar Kleinigkeiten. Ich hoffe, dass ich oder dass wir das auch wirklich wahrnehmen können. Aber wie gesagt, das ist November, das ist noch eine Weile hin. Da mache ich mir jetzt mal einfach keine Gedanken, weil ja, das ist schon traurig genug, dass unser jetziger Urlaub ins Wasser gefallen ist, quasi, den wir in 3 Wochen angetreten hätten. Also von dem her habe ich jetzt die Hoffnung, dass es auf November gut geht.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Ich bedanke mich bei euch anderen beim Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen Freude gemacht und ich konnte euch oder wir konnten euch ein bisschen anregen, auch gerne mal sowas zu probieren. Und da es ja wirklich jedem selbst überlassen ist, wie er die Klappen oder Taschen oder wie auch immer anbringt, könnt ihr euch da wirklich auch mal so ein bisschen ein Papier hernehmen, wo ihr vielleicht sonst einfach auch keine Idee hattet. Was mache ich mit dem? Oder das ist für eine Karte zum Zerschneiden zu schade oder keine Ahnung. Und deswegen finde ich, ist sowas immer ganz perfekt. Da passt es dann immer auch sehr gut und da kann man sich seiner Fantasie wirklich freien Lauf lassen und das einfach mal austesten. Und wie gesagt, ist für Anfänger auch sehr, sehr gut geeignet, da, weil es da keine bestimmten Regelungen oder so gibt. Da könnt ihr einfach drauf losbasteln. Dann wünsche ich euch viel Freude damit und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, tschüss!